Ja, liebe Leute, Gruselgaun, Gänsehaut, es gibt einen, der sich traut und das ist unser Isaac hier, unser Held in Dead Space 2 und willkommen zu einer neuen Runde. Wir sind hier auf dem Weg zur Zentrifuge. Ich muss jetzt nochmal schauen, weil ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt und mein Schnupfen ist so gut wie besiegt. Ich hoffe es zumindest, ich habe noch leichten Schnupfen, aber ich werde euch nicht mehr die Ohren voll schnauben. Ich habe wohl die Nekromorphologie hier überstanden. So, dann wollen wir mal schauen. Wir müssen da durch diesen Aufzug, wo wir auch in der letzten Folge noch ein Sprachloch gefunden haben, was denn mit der Besatzung, die dann ja nekromorphisiert wurde, passiert ist. Und zwar, als der Marker dann zerstört wurde, ist die hier nur noch mit DNS-Schleim übrig geblieben. Also überall war DNS-Schleim an den Wänden von den Nekromorphs, der natürlich von den Menschen stammt ursprünglich, die sich dann wieder verwandelt haben in einen Nekromorph. So, jetzt fahren wir hier mit dem Aufzug runter und wir müssen zur Zentrifuge. Ich weiß nicht, was uns dort unten erwarten wird. Aha. Warning. Ich denke mal, hier werden wir noch auf einige Kreaturen stoßen. Da vorne sehe ich doch... Ah, hier sind auch ein paar Schließfächer, die sind leider alle geschlossen. Aber da vorne ist eins offen. Mal schauen hier rein erstmal. Den ich schon irgendwo einen Nekromorph entdecken können, der uns vielleicht hier durch ein Fenster überraschen wird oder sowas. Dann machen wir hier mal das Case auf. 900 Credits, die packen wir doch ein. So. Schauen wir, was uns da drinnen erwartet. Eine Bench, da können wir ja schon mal unsere Sachen ausrüsten. Hier, die sind leider auch verschlossen, die Schließfächer. Aber da ist noch eins offen. 900 Credits. Nehmen wir mit. So, dann gucken wir erst nochmal in den Raum rein, bevor wir hier an die Bench gehen und nochmal gucken. Ich glaube, ich werde das Impulsgewehr noch ein bisschen steigern. Ah, hier ist gerade mein kleiner Laptop angegangen. Du-dum-du-dum. Stase-Pack. Dekontamination wird initialisiert. Ach, scheiße. Das so gut ist. Starke Dekontaminationsprozess. Bitte nicht bewegen! Dann stellen wir uns mal in die Ecke den Raum, falls jetzt hier noch irgendwelche Viecher. Dekontamination abgeschlossen. Das scheint aber doch was defekt zu sein. Naja, gehen wir mal hier rein. Jetzt wurden wir ja sozusagen geputzt. Unser Isaac. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, hier können wir weitergehen. Ich gehe nochmal hier an das Case, dann nehme ich nochmal schnell die Sachen mit. Und dann gehe ich aber nochmal zurück kurz an die Bench und pimpe den das Impulsgewehr ein bisschen auf. Habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam durch diesen Lüftungsschacht hier. Da waren auf jeden Fall ein paar Schreie zu hören. So, und jetzt jumpen wir mal hier rüber. Hier ist ja nichts. Können wir ein bisschen laufen. Und dann schnell mal zur Bench. So. Ja, ich würde sie gerne aktivieren, diese Bench. Mensch. So, Impulsgewehr. Hier haben wir noch zwei Energie. Ja, dann gehen wir auf Kapazität. Ah. Der Schaden durch Sekundärfeuer wird erhöht, also über Mine, wenn wir das skillen. Hier können wir nochmal die Kapazität erhöhen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Ah, nee, da haben wir ja einmal... Ah, nee, können wir theoretisch machen. Das wäre, glaube ich, der schnellste Weg. Und nächstes Mal kaufen wir uns im Shop, glaube ich, noch ein paar mehr Energieknoten, weil jetzt nur einen über, das ist nicht so prickelnd. Aber den lassen wir auch mal über, falls wir nachher in einen Raum kommen, der eine Energiesperre hat. Das wäre nämlich besonders ärgerlich, wenn man dann da nicht diese tollen Sachen rausholen kann, weil man keinen Energieknoten hat. Deswegen heben wir uns den nochmal auf. Haben jetzt aber dafür auch 100 Schuss im Repertoire bei dem Impulsgewehr, was doch sehr freundlich ist. Können wir doch durchaus draufzimmern. So, und jetzt geht's weiter hier. Und da will der nächste noch kaufen. So.
Ach, und hier haben wir auch noch einen. Munition für den Flammenwerfer war das jetzt gerade, glaube ich. Ich habe sie so fix aufgehoben, es konnte es kaum lesen. So, und jetzt mal hier schauen. Credits nochmal drauf maxen, schön. Vielleicht haben sie ja noch mehr für uns im Repertoire. Sieht leider nicht so aus, aber dafür kommen hier noch Nekomorphs. Erstmal schön sein Beinchen weg und jetzt auf den Kopf. Und dann nochmal drauf treten. Oder auch nicht. Hier muss man aufpassen, dass man bei denen nicht auf den Bauch schießt, weil sonst kommen dann diese kleinen Klebeviecher rausgekrochen. Und die sind mehr als unangenehm, also wahrlich kein Spaß. Plasma-Energie, sehr schön. Ah, das war wahrscheinlich nur irgendwie ein Bein, was von den anderen gewackelt hat. 3000 Credits. Dafür wird man bei denen natürlich auch immer schön belohnt hier. Schön, wie der den Bauch aufhat. Lecker. Ja, Oh, was ist das denn hier für eine versperrte Matsche? Nicht, dass da nachher irgendwas rausgekrochen kommt. Da ist auf jeden Fall irgendwo was. Also, was habe ich mir gedacht? Oh, ich habe Papier. Amel. Ein Stasepack können wir gut gebrauchen. Und da hinten kommt noch einer. Scheiße. Bein weg. Und jetzt treten wir schön drauf. Pam. Ach, fuck. Hat er noch schön sich ausgekotzt hier. Ah, noch ein paar Impulsprojektile. Wenigstens etwas. Ah. Den hätten wir. Mal schön nachladen, auf 93 Schuss erhöhen. Und ein Energieknoten. Wunderbar. Können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Was müssen wir jetzt hier machen? Können wir dagegen schlagen? Das irgendwie zurückdrängen oder so? Sieht nicht so aus. Oh! Ah, fuck! Der hat mich aber eins. Oh, weg mit dir! Drecki! Du Scheiße! Boah! Tu das nie wieder! Mann! Junge, Junge, Junge. Den habe ich nicht kommen sehen und der hat mich dann auch von hinten übelst überrascht. Aber wir gehen hier auch gerade falsch, wie ich sehe. Wollen wir mal den rechten Weg finden? Bisschen rennen. Komm, wo kam der? Da. Noch nicht. Sind wir ganz schön viele geworden hier. Hat nichts mehr für uns leider. Da oben hängt noch einer. Und hinter uns. Oh, Scheiße. Nein. Junge, jetzt war es aber richtig höchste Eisenbahn. Junge, 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 Junge. Ist ja richtig mies hier. So, da um die Ecke, aber Dalli, ey. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt gehen wir mal auf den Plasma-Cutter. Da muss ich gerade sehr aufpassen, dass ich den, wie gesagt, nicht auf den Kopf schieße. Ach, hier ist auch noch einer. Kotzer, Scheiße. Mann. Das sind aber ganz schön viele Nekromorphs. Wenn man am Anfang auf der Ishimura so ruhig war, sind ja jetzt die Nekromorphs aufs Schiff eingebrochen. Wir wollen das ganze Ding übrigens verschieben, falls das einer vielleicht nicht mitbekommen hat, weil er ein paar Folgen verpasst hat. Ui! Weil der Regierungsbezirk, wo wir hin müssen, wo sich der Marker befindet, den wir zerstören müssen, der ist auf der, also im Regierungsbezirk. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Hört doch gar nicht mehr auf. Naja, und auf jeden Fall müssen wir den mittels der Ishimura an uns ranziehen, den ganzen Regierungsbezirk. Das hat der Isaac vor und die Ellie meinte schon, das ist eine dämliche Idee. Und Isaac meinte, in meinem Kopf sind nur dämliche Ideen. Damit sind wir uns ja ziemlich ähnlich, der Isaac und der Sarazar. Also ich. So eine Speicherstation, die können wir nach dem Horrortrip hier drinnen wirklich gebrauchen. Hui, 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 hui. Mein Herz ist immer noch am Pumpen, weil das echt krass war. Also. Das
jetzt gerade die Viecher und wie viele Überraschungen und Schockeffekte da inklusive waren. Oi. Könnte es doch mal wieder was ruhiger werden. Huhuhu. Ich glaube, das wird nichts. Eintritt Schwerelosigkeit. Ach, schön. Wieder in die Schwerelosigkeit eingetreten. Müssen wir da drüben lang. Da wir da drüben lang müssen, gehen wir aber erstmal hier gucken. Wenn ich hier irgendwo was haben, was wir mitnehmen können. Denn Munition ist immer angesagt. Also, die kann man immer gebrauchen. Was ist denn hier unten? Ein Aufzug. So, einfach mal runterhüpfen, überlege ich gerade. Können wir das überhaupt? Nee, da können wir gar nicht runterhüpfen. Alles klar. Pong. Sieht mir so ein bisschen nach Rätsel aus, der Raum. Was haben wir denn hier für Dinger? Müssen wir die vielleicht hier irgendwo einsetzen? Pock. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Container. Und hier ist eine Stasis-Station, die wir mal nutzen wollen für unsere Zwecke. Und dann nehmen wir auch mal gerade das kleine Medipack. Ja, das würde ich gerne benutzen. Wenn wir ein bisschen frischer wieder unterwegs sind. Es blockiert ja sonst nur einen Inventarplatz, den wir lieber frei haben wollen. So, und hier müssen wir rein. Hier geht aber natürlich der Lastenaufzug nicht. Sowas habe ich mir ja schon gedacht. Was haben wir sonst noch in dem Raum? Der geht wahrscheinlich nach unten. Darunter hüpfen können wir nicht einfach. Die Zentrifuge. Das ist also die Zentrifuge, die gute Zentrifuge. Können wir denn hier irgendwo runterklettern? Nein. Können wir uns hier vielleicht lösen? Ja, da können wir die, uns in die Schwerelosigkeit entlassen. So, und ich tippe mal darauf, dass wir hier irgendwas einstöpseln müssen. Da, wo es so zischt, scheint irgendwas defekt zu sein. Na komm, schon her. Kann ich dich nicht nehmen? Da, dich kann ich doch nehmen. Vielleicht müssen wir das hier einsetzen. Das könnte ich mir da durchaus vorstellen. Ob das so ganz funktioniert hat jetzt, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, das war es nicht. Da ist nämlich noch so ein Rohr, wie ich gerade sehe. Vielleicht ist, gehört das, das Stück also hier hin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und hier müssen wir auch noch einen Teil für finden, so wie ich das sehe. Vielleicht müssen wir das ganze Rohr hier wieder verbinden. Muss ich mir gerade einmal anschauen, das gute Stück hier. Aha, da müsste dann also so ein Schlauch nach unten, da müsste so ein Schlauch auch oben sitzen. Dann wollen wir mal schauen, hier irgendwo müssen ja die Teile liegen. Ich sehe nichts mehr. Eins haben wir eben auch erfolgreich weggezimmert. Da vorne liegt noch was. Das nehmen wir auch mal. Das scheint ein Schlauch oben zu sein. Das heißt, hier passt es nicht wirklich rein. Ja, also eine Zentrifuge kriegen wir auch noch repariert. Da unten passt es auch nicht rein. Da müsste ja so ein eigenartiger Schlauch mit einer Kurve sein. So, hier geht's. Und ich habe gesehen... Ach, ich würde mich jetzt gerne mal einmal hier unten kurz mal wieder gerade drehen. Hier können wir ja auch ein bisschen rumlatschen. Vielleicht gibt es hier noch was Tolles. Tatsächlich, da gibt es wirklich noch was Tolles. Was haben wir denn hier? Ein Schema für die Energiekanone. Naja, können wir nicht wirklich gebrauchen. Energiekanone haben wir ja schon im Petto. Mir wäre da doch etwas Netteres lieber gewesen. Und hier haben wir das Schloss. Der verdammte Kühlkern ist ausgefahren und überall sind Teile davon. Wirklich? Es wird erst funktionieren, wenn alle Kühlrohre verbunden sind. Ja, ich sehe Rohrpfade auf den schwebenden Komponenten. Mit den richtigen Fassungen müsste ich sie anordnen können. Beeilen Sie sich. Der Regierungssektor entfernt sich jede Minute weiter. Ich weiß, ich mache schon so schnell ich kann. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ja, das wissen wir ja auch bereits. Das scheint hier zu sein. Schön, hat funktioniert. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Stück, wo auch immer sich das befindet. Ist es da unten? Das sieht doch so aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das noch einsetzen. Und dann haben wir die Zentrifuge repariert. Schön. Muss das Teil doch wieder laufen. Wir begeben uns mal lieber nach oben. Wer weiß, was jetzt noch an Necromorphs hier uns über den Weg läuft. Ja, das ist nur eine Lampe, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Naja. So, da müssen ja jetzt eigentlich diese ganzen Aufzugssysteme wieder funktionieren. Wir aktivieren die Zentrifuge erstmal hier. Da ist da was runtergefallen. Container. Da sind Raketen. Das heißt nicht unbedingt was Gutes gerade, dass wir so viel Stasepakete hier finden.
verstecke mich mal gerade hier in den Raum, beobachte das Ganze mal hier. Uiuiuiuiuiui. Zentrifuge läuft auf jeden Fall wieder. Das Case da vorne scheint verschlossen zu sein.